Deutsch-Belgier eigentlich, also ich habe beide. Ich bin mit 14 Jahren, also vor 13 Jahren, nach Deutschland gezogen und habe da Abitur gemacht, habe Eishockey gespielt und habe bei einer Gastfamilie im Internat gewohnt. Ich hatte eigentlich mein erstes Profijahr hatte ich 63, habe dann 2 Jahre mit der 63 gespielt, habe mich verletzt. Schwer, eine ganze Saison war ich raus und habe gedacht, gut, hat mir Pech gebracht, drehe ich einfach mal um. Und dann in der Saison bin ich Meister geworden mit Bremerhaven und seitdem habe ich eigentlich die Nummer. Eigentlich Tilburg jetzt dreimal Meister wird, weil sie einfach sehr, sehr, sehr gute Organisation sind, gute Spieler haben. Aber für die Liga ist es eine Bereicherung, also meiner Meinung nach. Also wir kommen immer gerne her, immer volle Hütte, gute Organisation, also warum nicht? Check bekommen und dann mein Ellbogen ist in die Seite gegangen und da habe ich meine Niere wahrscheinlich geprellt. Bei Duisburg, klar ist diese Saison nicht alles so gut gelaufen, weil wir erst Platz 10 sind, aber alles ist noch möglich und eigentlich ist alles in Ordnung. Also, man muss schon sagen, dass auf dem Papier die Mannschaft schon nicht so qualitativ gut ist wie die Jahre davor. Wir haben da ein bisschen runtergeschraubt, ein bisschen jüngere Mannschaft, wieder was Neues aufbauen, weil es halt nicht gelaufen ist. Wir haben immer oben mitgespielt, aber nie das erreicht, was wir haben wollen. Und oben mitspielen nur reicht ja auch nicht. Und es ist auch immer teuer, eine Mannschaft zu haben, die man oben mitspielt, aber letztendlich nichts erreicht. Also, man muss da schon irgendwie einen Mittelweg finden. Wir haben eigentlich eine ordentliche Partie gespielt, glaube ich. Erste Drittel hätten wir besser spielen sollen. Aber im Ganzen, glaube ich, können wir trotzdem noch mit unserem Kopf hoch wieder nach Hause fahren.